Detox ist in aller Munde. Großartige Werbeversprechungen und plakative Patentlösungen strömen uns von allen Seiten zu und möchten uns teilweise das Geld aus der Tasche ziehen. Grüß Gott, mein Name ist Daniel Balazos, ich bin Osteopath, Heilpraktiker und Seminarleiter. Entgiftung ist ein sehr wichtiges Thema. Dies ist der Punkt, wo manche Werbetreibende durchaus Recht behalten. Allerdings gibt es auch hier, wie bei allen anderen Themen, wie Sie auch von meinen anderen Videos bereits wissen, selten nur eine einzige Patentlösung und einen einzigen Weg, welcher sehr vereinfacht ist und welcher alle unsere Probleme löst. Auch das Thema der Giftstoffe im Körper, wie sie in den Körper gelangen, wie wir sie wieder loswerden können, wie wir uns derer entledigen können, ist ein sehr komplexes Thema, wie alles andere auch, wo wir viele Dinge beachten müssen und wo wir sehr ganzheitlich an das Thema herangehen müssen. Es gibt zahlreiche Mythen und Fakten zu diesem Thema, aber eben auch sehr gute Erfolge, wenn wir eine ganzheitliche Herangehensweise anwenden. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man Inhaber einer Praxis ist, egal ob als Arzt oder als Heilpraktiker, welche Anrufe jeden Tag mehrere man bekommt von Firmen, welche eben Patentlösungen anbieten, welche dann alle Probleme der Menschen lösen, wo versprochen wird, dass die Entgiftung mit genau diesem Produkt oder genau diesem Lebensentwurf, welche dann meistens sehr viel Geld kostet, alle Probleme löst und wobei die Giftstoffe im Körper, welche oft sehr übertrieben ausgebaut werden und aufgebauscht werden, Ursache für alles sind, für jegliches Problem, gesundheitlich bis psychisch bis überall hin. So ist es definitiv nicht. Im Leben steckt wieder sehr viel mehr als nur die Giftstoffe, die wir in uns haben können. Und das Leben kann, wenn die Grundvoraussetzungen, die Gesundheitsmechanismen in Ordnung sind, sehr gut selbst eigentlich mit den Giftstoffen umgehen und der Körper kann sich derer entledigen, wie wir sehen werden. Wenn die Mechanismen stimmen, ist es manchmal sinnvoll, wenn sich über lange Jahre bestimmte Dinge und Stoffe im Körper angesammelt haben, diese natürlich mit naturheilkundlichen Präparaten und auch noch anderen energetischen Dingen zu unterstützen, die Ausleitung zu unterstützen. Aber all dies wird keinen bleibenden Erfolg haben oder, wie wir sehen werden, noch mehr Unfrieden und noch mehr Krankheit stiften, wenn wir diese Dinge anwenden, wenn die grundlegenden Mechanismen nicht in Ordnung sind. Wir müssen erst die Ursachen beheben, welche dazu geführt haben, dass der Körper so vergiftet in Anführungszeichen wurde. Allen voran, bevor wir auf die anatomischen Zusammenhänge eingehen, ist überhaupt wie immer, das kennen Sie von mir schon, das Wichtigste zu sehen, dass wir Menschen nicht nur ein Zellhaufen sind, der zufällig entstanden ist aus biochemischen Prozessen. Diese Ansicht ist momentan sehr verbreitet, was sehr unverständlich ist, denn die neue Physik lehrt uns schon seit Jahrzehnten, seit nahezu 100 Jahren oder seit mindestens 100 Jahren mittlerweile schon, eine sehr andere Sache, die früher vor dem auch schon sehr bekannt war eigentlich. Gibt es viele Ursachen, warum dies sehr unerwünscht ist, dass wir Menschen uns in der breiten Masse mit dem Leben beschäftigen, mit den Hintergründen, welche das Leben verursachen und steuern und dass wir erkennen, dass wir die Macht über unser Leben haben und dass wir über unser Bewusstsein, unsere Realität beeinflussen, steuern und verursachen. Aber dies ist nicht Thema dieses Videos, aber es ist ein unabdingbares Thema bei allen Themen und auch beim Thema der Entgiftung. Ganz kurz dazu, auch Andrew Taylor Still, der Begründer der modernen Osteopathie, erkannte dies, wusste dies und arbeitete neben den anatomischen Zusammenhängen, welche er ganz grandios ergründete und erklärte und behandelte. Er hat uns ein fantastisches Erbe hinterlassen und auch einige Nachfolger von ihm. Aber auch diese Leute waren sehr spirituell und erkannten die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und wendeten sie an. Sie waren wahrhaft echte Menschen und waren nicht nur darauf besessen, irgendwelche Macht aufzubauen, nur um der Macht, nur um des Machthabens willen und um andere Menschen nur um der Beeinflussung willen zu beeinflussen. Er sagte, wie auch alle anderen alten Eingeweihten und wie auch die neue Physik uns postuliert und beweist, dass der Mensch nicht nur ein physisches Wesen ist. Der Mensch ist Trion, sagte Herr Still.
Es gibt natürlich den physischen Körper mit den anatomischen Zusammenhängen, welche in der normalen Medizin leider, obwohl das ja schon seit Jahrzehnten sehr bekannt ist, diese Zusammenhänge nicht beachtet wird und ebenso wenig meistens in der Alternativmedizin. Auch dort werden nur plakative, vereinfachte Dinge dargestellt, wo man schnell viel Geld vielleicht verdienen kann oder dies hofft, wo aber keine Absicht oder nur wenig Absicht vorhanden ist, die Gesundheitsmechanismen im Menschen anzuregen, damit sich der Mensch als Persönlichkeit, aber auch sein Körper sehr viel besser selbst helfen kann, sodass Behandlungen sehr viel seltener notwendig sein werden. Ist eben nicht das Geschäftsmodell der meisten Praxen. Und dies ist kein Vergleich und kein Lästern, aber es ist sehr schade, denn wir haben heute schon lange, aber heute ganz besonders, ein unglaubliches Wissen und haben unglaubliche Möglichkeiten, welche, wie ich auch in Gesprächen mit den Patienten und in meinen Seminaren mitbekomme, nahezu nirgends bekannt sind. Und das ist meiner Meinung nach es ist ein Verbrechen. Sehr viel wichtiger oder noch vor den anatomischen Zusammenhängen, vor dem physischen Körper, müssen wir die geistige und emotionale Verfassung des Menschen ansehen, seine Persönlichkeitsstruktur, wie er im Leben steht, wie er seinen Lebenssinn betrachtet, ob er überhaupt davon weiß und diesen lebt und umsetzt. Die seelische Konstitution und Bewusstsein, welchen Grad an Bewusstsein hat der Mensch? Bewusstsein ist sehr gesteuert von den geistigen und emotionalen Beweggründen und tief gespeicherten Dingen im Menschen, und diese erzeugen erst die physische Realität und die Anatomie und den Körper. Ohne die Betrachtung dieser Basiskomponenten kann man tatsächlich die Gesundheitsmechanismen im physischen Körper sehr verbessern, aber ohne dies wird dies keinen bleibenden Erfolg haben. Andererseits können wir über die Anatomie, wenn wir in den Flüssigkeiten arbeiten, am Nervensystem arbeiten, am biochemischen Milieu arbeiten, in den Feldern arbeiten, können wir auch einige Prozesse in Gang setzen, welche sich ja auch auf die Psyche und Seele auswirken. Man muss eben immer ganzheitlich und gleichzeitig arbeiten. Man kann nicht einen Aspekt herauspicken und dort irgendwas rumwursteln und dann glauben, dass, also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Man muss immer das Ganze behandeln und betrachten. Was nicht heißt, dass dies immer sofort möglich ist, aber man kann sich auf den Weg machen und die Menschen begleiten, je nachdem, wie viele Dinge sich eben angesammelt haben. Und dann sind in sehr vielen Fällen erstaunlichste Möglichkeiten und Heilungspotenziale da. Was auch die Entgiftung ist bei jeglicher Heilarbeit ein sehr wichtiges Thema, aber wie gesagt, muss immer im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, wie wir sehen werden. Hier nochmal ein kurzes Beispiel. Unsere Realität, die wir sehen, das Physische, was wir als Leben bezeichnen im allgemeinen Paradigma, ist im Grunde genommen, wie uns auch die neue Physik beweist und wie wir auch in der Praxis sehen, wenn wir derart arbeiten, nur eine Projektion. Im Grunde genommen ist die physische Realität und unser Körper nichts weiter als verlangsamte Lichtwellen oder verlangsamte Informationswellen. Und je nachdem, in welcher Weise sich diese Informationen verdichten und verlangsamen, sodass wir sie sehen und anfassen können, sehen wir sie eben. Aber diese Art, die Auswahl, welche Version unserer selbst und unseres persönlichen Lebens wir wählen, hängt von unserem Bewusstsein ab und von unseren unbewussten Glaubenssätzen, Mustern und emotionalen Beweggründen. Dann ist es so, dass es eben dieses allumfassende Informationsfeld gibt, das Quantenfeld oder die implizite Ordnung, wie Vertreter der Quantenphysik dies bezeichnen. Ein unerschöpfliches Feld, das Nullpunktfeld, welches unerschöpfliche Energie zur Verfügung stellt. Und wir durch unsere seelische Konstitution, durch unsere geistigen Anlagen, durch unsere bewussten und unbewussten Gedanken und unsere bewusste und unbewusste Wahl, ist es sozusagen der Film. Wir, unsere bewusste Wahl und unsere Beweggründe, schreiben sozusagen den Film,
die Filmrolle und dementsprechend sehen wir unser Theaterstück des Lebens im Außen. Aber dies sind Themen meiner Seminare. Ich füge dies nur immer wieder an bei Vorträgen über die Gesundheit betreffend, denn dies ist ein sehr grundlegendes Thema und wie schon in anderen Videos erklärt, ist in der normalen Weltsicht das Leben auf den Kopf gestellt, wird das Physische als Fundament der Pyramide des Lebens dargestellt, aber in Wirklichkeit ist dies nur die äußerste Schicht an der Spitze, also die Spitze des Eisbergs. Und wir müssen, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln wollen, in ein gutes Leben gehen wollen, von den Umständen her, von den Finanzen her, von den Beziehungen und von der Gesundheit her, müssen wir das Leben wieder auf die festen Beine stellen. Wir müssen die Pyramide wieder auf das Fundament stellen. Dann ist es so, dass wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln und reifen. Das Leben ist ein Reife- und ein Reifungs- und Entwicklungsprozess, sodass wir zu einem Diamanten geschliffen werden. Und wir sollten aber unseren Feinschliff in eigene Hände nehmen und sollten uns nicht den äußeren Dingen überlassen und Opfer äußerer Dinge werden. Aber nun zum eigentlichen Thema. Wie kann es überhaupt sein, dass wir in Anführungsstrichen vergiftet sein können? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie sich verschiedene Giftstoffe in unserem Körper anreichern können, wie sie überhaupt dorthin gelangen und wie sie angereichert werden können dort, wenn eben bestimmte Mechanismen, Ausscheidungsmechanismen nicht funktionieren. Wenn unser Körper arbeitet im ganz normalen Alltag, ist der Stoffwechsel aktiv. Bei jedem Stoffwechselvorgang fallen Stoffwechselabbauprodukte ab, welche auch giftig sein können, toxisch sein können. Das ist ein ganz normaler Vorgang, ohne diesen wir nicht leben könnten. Diese Stoffwechselabbauprodukte müssen im Körper umgewandelt werden von verschiedenen enzymatischen Reaktionen. Die Leber ist dort ein sehr großer Faktor. Auch noch andere Dinge, die ich jetzt in diesem Film nicht extra alle aufzähle, das wäre ein extra Thema. Es können Medikamentenabbauprodukte und Wechselwirkungen vorhanden sein. Es ist keine Frage, dass manchmal in akuten Notfällen chemische Medikamente wichtig sind. Gott sei Dank gibt es diese. Andererseits müssen wir uns dann, wenn eine solche Medikamentengabe kurzzeitig oder auch langfristig nötig sein sollte, darum kümmern, dass wir ganz besonders die Körpersysteme anregen und uns um diese kümmern, damit eben diese Dinge abgebaut und ausgeschieden werden. Es gibt auch Wechselwirkungen, wenn Menschen Medikamente verschiedener Art einnehmen, gibt es chemische Reaktionen, welche wieder neue, ungünstige, toxische Stoffe bilden können. Das ist Thema der Pharmakologie und nicht Thema dieses Videos. Dann ist auch dies ein Thema. Also ich darf das Wort auf YouTube nicht mehr aussprechen, sonst wird mein Video gelöscht. Es gibt natürliche und künstliche Toxine. Es gibt natürlich auch ganz natürliche Toxine, nehmen wir die Giftpflanzen, giftige Pilze beispielsweise, aber auch ganz natürliche Abwehrstoffe von Pflanzen, also Pflanzen, welche wir auch als Nahrung zu uns nehmen. Es gibt natürliche Biopestizide, auch ein interessantes Thema, wo Pestizide in der Landwirtschaft in aller Munde sind. Gott sei Dank ist es in aller Munde und gibt es Bestrebungen, diesen Einsatz zu verringern. Allerdings wird selten gesagt in der Alternativ- und Bioszene, dass jede Pflanze, besonders die Blätter, sehr potente pflanzeneigene Pestizide bilden, um sich vor Fressfeinden und vor Pilzen zu schützen beispielsweise. Deswegen ist es oft nicht ratsam, wie heute sehr oft propagiert wird, dass wir besonders die Blätter der Pflanzen- und Gemüsesorten in grünen Smoothies zu uns nehmen sollen. Diese sind tatsächlich teilweise, wenn man sie verträgt und wenn der Darm in Ordnung ist und die Leber in Ordnung ist, vorausgesetzt, wie ich auch in dem Vortrag über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon erläutert habe ausführlich, können diese in Maßen sehr gesund sein und kurmäßig. Allerdings ist es haarsträubend, was ich auch in meiner Praxis sehe, ebenso wie Kollegen, wenn Leute dieser Propaganda verfallen und jeden Tag als Hauptnahrungsmittel fast schon diese grünen Smoothies zu sich nehmen. Diese sind tatsächlich so vergiftet, also das kann man echt selten irgendwie schaffen mit irgendwelchen künstlichen Sachen, nicht mehr mit Medikamenten teilweise. Die Leber und die Nieren sind unglaublich gestresst und teilweise geschädigt. Informieren Sie sich
Und fallen Sie nicht irgendwelchen plakativen und billigen Werbeversprechen anheim oder irgendwelchen Leuten, die nur ihre Bücher verkaufen wollen und Ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprechen und auch zusammen lügen teilweise. Das ist kein Schlechtmachen, wirklich nicht. Informieren Sie sich. Und dann, wenn man dieses bewusst einsetzt und Bescheid weiß, dann kann man diese Smoothies tatsächlich auch gezielt einsetzen, wenn alles andere in Ordnung ist. Natürlich künstliche Toxine, Pestizide, Quecksilber. Quecksilber zum Beispiel gibt es auch auf natürliche Weise. Quecksilber ist ein natürlicher Bestandteil bestimmter Gesteine, kommen auch natürlich in der Umwelt vor. Das wissen viele Leute auch nicht, wie ich im Gespräch feststelle. Deswegen können auch ganz natürliche Bioprodukte, Pflanzen, welche das zum Beispiel über den Boden aufnehmen, können dies auch beinhalten. Oder auch, wenn wir Seefisch genießen, dieser ist ja relativ häufig mit bestimmten Schwermetallen auch belastet. Diese sind zum Teil auch menschengemacht in die Meere stationiert worden, eingebracht worden. Aber der größere Teil der Schwermetalle, welche in den Meeren gelöst ist, ist dort auf natürliche Weise eben durch die Erosion von Gestein und durch vulkanische Tätigkeit, welche im Meer ja eben auch ist, auf dem Meeresboden, wird eben auch Quecksilber und andere Schwermetalle in das Meerwasser entlassen. Ich gehe jetzt nicht weiter auf alle künstlichen Möglichkeiten ein der Toxine. Das ist nicht Thema dieses Films. Parasiten, Darmflora und das Milieu, überhaupt das metabolische Milieu des Menschen, des Darms, des Stoffwechsels, des Gewebes. Wie auch in dem Film über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon ausgeführt. Jeder Mensch hat auch gewisse Parasiten im Darm, mehr oder weniger schädliche. Häufig auch durch Bioprodukte, welche natürlich wichtig sind. Gott sei Dank gibt es die und wir sollten nur Bioprodukte konsumieren. Allerdings sollten wir darauf achten, diese auch gründlich zu waschen und teilweise also auch gut zu erhitzen. Denn je mehr Bio, desto mehr Bio-Mitbringsel gibt es auch dort, mehr Parasiten, welche wir auch dann im Darm finden. Und je mehr sich eben Parasiten dort vermehren und gewisse Nester tatsächlich bilden, desto mehr wird eben das Nervensystem des Darms aus dem Gleichgewicht geraten, die Darmflora wird aus dem Gleichgewicht geraten und eine Vielzahl von Parasiten, mehr oder weniger je nach Art, scheiden auch toxische Stoffe aus, welche sehr ungesund sind und welche auch dann Vergiftungserscheinungen auslösen können. Müdigkeit, Bewusstseinsstörungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräne, alles Mögliche. Das ist nicht Thema dieses Videos. Und auch, wie man Parasiten wieder los wird, dort gibt es auch sehr viele naturheilkundliche Präparate, Gott sei Dank. Also da gehe ich in diesem Video nicht extra drauf ein, das wäre ein extra Thema. In der Praxis muss man dies auch immer abstimmen und man muss vorher austesten, ob eben bestimmte Präparate für diesen Menschen auch gerade verträglich sind. Das muss man austesten durch verschiedene Testverfahren, denn es bringt nichts, wenn ein Patient bestimmte Präparate, welche auch teilweise relativ stark natürlich wirken, auch wenn es pflanzliche Präparate sind, nicht vertragen. Denn dann hat dies keinen guten Effekt und verschlimmert nur die Situation des Patienten. Und auch hier ist es so, dass sich bestimmte Nester von Parasiten an bestimmten Darmbereichen auch so richtig einnisten und bilden können, liegt auch daran, dass sehr häufig der Darm sehr belastet ist und eben nicht im Gleichgewicht ist. Und es sind oft bestimmte Darmbereiche, welche auch als kritische Zonen bezeichnet werden, mehr betroffen. Und immer wo die Darmflora, die Darmschleimhaut und der Darm sehr angespannt ist und geschwächt ist, dort können sich eben dann die Parasiten erst richtig einnisten. Und es bringt nichts, wenn wir immer Ausleitungskuren machen, welche den Körper auch belasten und uns aber nicht dann um die Darmsanierung kümmern, um diese Darmbereiche, welche eben belastet sind. Dort müssen wir eigentlich erst ansetzen und dann wird der Körper auch schon von selbst die weitere Ausbreitung und das Vergrößern dieser Parasitennester verhindern. Und dann können wir erst richtig gut auch mit naturheilkundlichen und energetischen Möglichkeiten diese Parasiten aus uns rausschmeißen. Die Darmflora, ebenso ein wichtiges Thema. Zu diesem Thema schauen Sie sich am besten meinen Vortrag an über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Dort erkläre ich ausführlich, welche Faktoren die Darmflora stören können. Und dann sollten wir natürlich auch die Darmflora aufbauen. Aber es bringt auch hier wieder nichts, wenn wir nur probiotische Präparate nehmen und uns nicht um das Nervensystem kümmern und nicht die anatomischen Zusammenhänge untersuchen und bereinigen, weshalb denn die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist. Denn nicht nur Medikamente oder Antibiotikaeinnahme kann die Darmflora schädigen und durcheinanderbringen, sondern auch zahlreiche andere Dinge. Schauen Sie sich am besten dann diesen Vortrag an über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das metabolische Milieu ist außerdem ein sehr wichtiges Thema. Dort spielen sehr viele wichtige Faktoren mit ein. Anatomische, biochemische, die Versorgung betreffende und aber auch energetische und emotionale Ursachen. Aber das ist ein extra Thema, das ist ein riesen extra Vortrag. Da kommen wir auch gleich zu den geistigen und emotionalen Giften, toxische Beziehungen und Lebensformen. Eben all diese Dinge, unser Leben, unser physisches Leben, ist ein Spiegel unserer geistigen Verfassung und unseres Bewusstseins. Wir müssen uns auch in der Praxis um diese Dinge kümmern. Wir müssen emotionale Verletzungen lösen, in Gesprächen über energetische Verfahren oder über das Lösen von sogenannten endokranialen Spasmen, wo man auch über Generationen Dinge übernehmen kann, welche wir auch dann im Nervensystem manifestiert sehen. Dies ist eine sehr kompetente und wirkungsvolle Technik, die wir in der echten Osteopathie anwenden können. Auch unsere Beziehungen sind sehr wichtig. Diese sollten wir klären, unser Lebensumfeld sollten wir klären und ganz bewusst steuern. Infektionen, virale und bakterielle Natur, können die Aufnahme von Giftstoffen fördern, zum Beispiel im Darm. Wenn die Darmflora eben nicht in Ordnung ist oder eine Infektion dort vorhanden ist, kann die Darmschleimhaut eben durchlässig werden und Giftstoffe können sehr viel mehr in eben den Blutkreislauf gelangen. Gewisse Giftstoffe und Stoffwechselprodukte werden auch im Darm weiter aufgespalten, was dann nicht möglich ist, wenn zum Beispiel eine Infektion dort vorhanden ist. Es gibt einige Bakterien und auch Viren, welche selbst toxische Stoffe ausscheiden oder Viren, welche eben dann die Körperzellen dazu veranlassen, bestimmte ungünstige Eiweißabbauprodukte zu bilden, welche dann auch toxisch wirken. Auch Autoimmunreaktionen sind ein Thema. Autoimmunreaktionen können sehr vielfältige Ursachen haben, wo wir auch wieder alle Bereiche Geist, Körper und Seele betrachten müssen und auch bestimmte Dinge, die ich jetzt nicht ansprechen möchte in diesem Video, sonst wird das Video gelöscht auf YouTube, können Körperzellen dazu veranlassen, toxische Eiweiße und toxische Stoffe zu bilden. Kosmetik, Tattoos. In vielen Kosmetika sind sehr ungünstige Stoffe enthalten, welche über die Haut in uns eindringen können, in den Blutkreislauf, in die Blutbahn gelangen. Tattoos. Unser Immunsystem baut die Farbstoffe, die Farbmoleküle der eingespritzten Tattoos eben ab im Laufe der Zeit. Und sehr häufig sind auch in diesen Farben sehr toxische Stoffe enthalten, Schwermetalle enthalten. Wenn Sie sich ein Tattoo machen lassen wollen, sollten Sie sich informieren, welche Farben dort verwendet werden. Diese Farbmoleküle werden auch abtransportiert über das Lymphsystem. Und es ist dann von Zeit zu Zeit sehr wichtig, dass wir uns um das Lymphsystem kümmern, denn sind bestimmte Lymphknoten, besonders die kleinen, sehr überfrachtet dann mit diesen Farbmolekülen, können diese feinsten Lymphkapillarbahnen auch verstopfen sozusagen mit dieser Farbe. Und dort, wenn man großflächige Tattoos hat, sollte man regelmäßig sich um sein Lymphsystem kümmern lassen, damit eben diese Belastung besser abgebaut werden kann und gewisse Verstopfungen vielleicht gelöst werden können. Kunststoffe, Verpackungen sind natürlich ein Thema, besonders Verpackungen von Lebensmitteln. Bestimmte Plastikarten, wo Lebensmittel verpackt sind, eben geben auch Bisphenol A ab, bestimmte andere Phenole. Bestimmte Dinge sind jetzt seit einigen Jahren in aller Munde und werden dann von der Industrie nicht mehr so eingesetzt. Dafür gibt es wieder andere ungünstige Stoffe. Das führt ja an dieser Stelle zu weit, aber
Man muss dort auch nicht hysterisch sein. Sind die Systeme in Ordnung? Kann der Körper sehr gut damit umgehen und kann dies ausscheiden? Manche dieser Kunststoffweichmacher oder Abbauprodukte, welche in Lebensmittel übergehen können, können auch hormonell wirken, können unser Hormonsystem stören. Aber wie gesagt, sind die Systeme in Ordnung, sollte dies kein großes Problem darstellen. Trotzdem sollten wir darauf achten und nicht nur in plastisch verpackte Dinge zu uns nehmen. Sehr wichtig hier zu nennen ist auch Aluminium. Dieses Thema ist immer noch nicht sehr weit bekannt, dass wenn Lebensmittel in Aluminium verpackt sind oder auch erhitzt werden, besonders salzige und säurehaltige Lebensmittel, geht eben ein gewisser Teil von diesem Aluminium, von Aluminiummolekülen auf die Lebensmittel über. Und dies steht dann in der Diskussion, dass dies sich eben im Nervensystem anreichert, sich an das Nervensystem anheftet und sehr ungünstige Dinge auslösen kann. Allerdings auch hier, wenn wir die Entgiftung echt betrachten und eben das Gesamtsystem behandeln, auch in regelmäßigen Abständen mal, dann können sogar auch im Gehirn eingelagerte Schwermetalle zum Teil auch wieder ausgeschieden werden. Dort müssen wir eben die sehr an den Systemen der Liquorproduktion und des Liquorabtransports arbeiten, am glymphatischen System arbeiten und an bestimmten anderen Dingen am Nervensystem direkt arbeiten, an der Blutversorgung, am Blutabtransport, an den Venösen, Blutleitern am Gehirn arbeiten, am Liquorsystem, wie schon gesagt. Und dort kann es durch vielfältige Ursachenstörungen geben. Das finden wir bei vielen Leuten nach Jahren, besonders schon bei älteren Leuten. Und wenn man diese Systeme wieder in Ordnung bringt, dann kann der Körper sehr gut mit Giftstoffen dort umgehen und kann einen Großteil davon auch selbst wieder ausscheiden. Wir können dann dies über energetische Verfahren noch sehr unterstützen und über bestimmte pflanzliche Verfahren auch. Aber diese wirken nicht besonders gut und langfristig und gezielt, wenn nicht diese Grundsysteme auch physisch und bestimmte emotionale Sachen nicht in Ordnung sind. Dann sind wir beim Thema der Information und Schwingung. Dieses Thema habe ich auch in anderen Vorträgen, auch in dem Vortrag über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr ausführlich im vierten Teil dieses Vortrags angesprochen. Schauen Sie sich diesen Vortrag am besten an. Dort werden auch noch sicher einige weitere Vorträge online gestellt werden von mir. Und natürlich ist dies auch ein großes Thema in meinen Seminaren über Gesundheitsmanagement oder über Heilverfahren, wie wir uns selbst helfen können, über energetische Verfahren, wie wir uns selbst unsere Informationen verändern können oder wie wir zum Beispiel gesunde Informationen in Lebensmittel einbringen können, in Getränke, in unsere Wohnräume beispielsweise oder auch im Rahmen der Quantenheilung können wir dort unsere Resonanz sozusagen zu Giftstoffen reduzieren oder eine andere Resonanz aufbauen, dass wir gar nicht mehr so viel in Kontakt mit Giftstoffen kommen und dass sie ausgeschieden werden. Es gibt Verfahren auch in der echten Osteopathie und in der Quantenheilung, wo man dies auch merken kann. Also man kann dies spüren, also sehr deutlich spüren, wenn gewisse Giftstoffe im Körper zirkulieren oder in gewissen anatomischen Strukturen sehr gebunden sind. Man merkt das sehr deutlich. Und dann kann man, wenn man darin geschult ist, auch einen Antidot sozusagen, eine Gegenschwingung hineinprojizieren. Dies ist auch eine Möglichkeit, die man dann machen sollte und die sehr wirkungsvoll auch ist. Woraufhin dann, denn alles ist der Ausdruck von Bewusstsein. Es ist erstaunlich, wie das häufig, nicht immer, aber sehr häufig, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir erst andere Dinge beheben, bis es dann funktioniert. Wie schnell dies auch funktionieren kann, dass dann Giftstoffe gelöst werden können und ausgeschieden werden können. Es ist immer sehr wichtig und gut, wenn wir vorher eben dann auch das anatomische System behandeln und dass die Gesundheitsmechanismen, die Systeme, die Körpersysteme funktionieren. Und dann können wir sehr gut auch auf dieser feinen Ebene arbeiten. Schwingungshygiene ist auch natürlich gekoppelt mit elektromagnetischer Verschmutzung. Auch dort sollten wir eine Hygiene beachten. Hygiene ist ja momentan im Jahr 2022 in aller Munde, weil der große Virus da irgendwie wütet.
Und aber die elektromagnetische Hygiene, unsere Psychohygiene, Schlafhygiene, da wird nicht sehr groß drüber geredet. Schauen Sie sich auch, ich habe da auch schon ein paar Filme online gestellt, die können Sie sich anschauen. Und auch in dem vierten Teil des Vortrags über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist dies ein Thema. Hören Sie sich mal da dieses Geräusch an von elektromagnetisch verursachenden Geräte, verschiedene Funktelefone, verschiedene smarter Dinge. Und auch diese Dinge werden vom Nervensystem aufgenommen, werden von unserer DNA aufgenommen, besonders wenn diese Sendeanlagen auch noch in einer Resonanzfrequenz senden, welche unsere DNA innehat. Die Resonanzfrequenz sind 150 MHz unserer DNA und die allermeisten unserer heute üblichen smarten Dinge senden in harmonischen Oberschwingungen unserer DNA. Das ist alles nicht so sehr günstig. Natürlich, man sollte keine Angst davor haben, wenn die Systeme, auch unsere feinstofflichen Systeme, unser Energiesystem, unsere Meridiane, was ein sehr zentrales Thema auch der echten Osteopathie ist und der echten Naturheilkunde ist, wenn diese Systeme in Ordnung sind und auch unser Nervensystem sehr reguliert ist, also die verschiedenen Anteile des Nervensystems miteinander kommunizieren, dann können diese Einflussfaktoren sehr gut ausgeglichen werden. Also wir brauchen keine Angst dann davor haben. Und auch unsere DNA hat sehr über Jahrmillionen aufgebaute und ausgefeilte Reparaturmechanismen. Wenn wir da immer wieder mal Kontakt haben, brauchen wir uns da keine Sorgen machen, brauchen wir keine Angst haben. Aber trotzdem sollte unser Zuhause ein Ort sein von Ruhe und Entspannung und Erholung. Denn Erholung ist immer wichtig, denn wenn wir nie Erholung haben auf irgendeiner Ebene, dann wird unser System irgendwann deregulieren und kann sich eben nicht mehr selbst so gut reparieren. Deswegen sind wir eben auch immer in der echten Osteopathie darauf erpicht und unser großes Ziel ist, diese Grundmechanismen in Ordnung zu bringen und zu stärken, damit eben unser Körper und unsere Seele, unser Geist unempfindlicher wird gegen äußere Einflussfaktoren, die es immer gibt, auch auf natürliche Weise. Aber wir sollten einen bewussten Umgang mit diesen sogenannten smarten Dingen haben und sollten die auch öfter mal ausschalten, besonders zu Hause. Die Gemeinschaft der Zellen, es ist so, wie im Großen so im Kleinen. Unser Körper, unsere Zellgemeinschaft, wird ja auch über Bewusstsein gesteuert und über unsere inneren Einstellungen. Man kann sagen, dass wir eine Widerspiegelung des gesamten Universums sind. Und jeder Teil unseres Körpers, jeder physische Teil, aber auch jede Zelle und auch innerhalb jeder Zelle, die Bestandteile, stehen über quantenmechanische Zusammenhänge in Verbindung. Und zwar ständig und instantan, ohne Zeitverzögerung. Jeder Teil des Körpers, jede Zelle, ja jedes Atom des Körpers, dieses wissenschaftlich nachgewiesen, weiß zu jedem Zeitpunkt, was jedes andere Atom des Körpers tut, was dort geschieht. Und in jedem Atom unseres Körpers ist unsere Gesamtinformation, unsere Blaupause gespeichert. Und dies geht nicht über biochemische Austauschprozesse und Kommunikationsprozesse, auch nicht über das Nervensystem, sondern dies funktioniert über die sogenannte Hyperkommunikation. Das ist jetzt keine Esoterik, das ist wissenschaftlich erwiesen. Bloß diese echte Wissenschaft sehen Sie nur selten im Fernsehen. Muss man sich mal woanders informieren. Das empfehle ich Ihnen ganz dringend, in allen Bereichen. Und so ist es wichtig, eben wieder unsere Psychohygiene, unsere Bewusstseinsarbeit, wie wir im Leben stehen, dass wir uns um unsere Basis kümmern und auch um die anatomischen Zusammenhänge, ja. Aber dies bringt eben nicht viel, wenn wir uns nicht auch um unsere Basis kümmern und nicht auf einer subtilen Ebene, welches wir in der echten Osteopathie in der Regel machen können, auch um diese subtilen Ebenen der Zellgemeinschaft, um das sogenannte metabolische Milieu. Das zu erklären, dauerte viele Stunden und wäre ein extra Vortrag, aber nur, dass Sie mal darüber nachdenken und das ist eine wichtige Information. Sie sehen die Zusammenhänge, also was unser großer Architekt für wunderbare Arbeit leistet. Faszinierend. Und wir sollten die Faszination für unser Leben und dass das Leben an sich, die Natur und auch wir ein wahres Wunder sind, nie verlieren. Dies gibt uns Achtung gegenüber dem Leben, gegenüber uns selbst, gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Natur.
Auch dies und Dankbarkeit, und auch dies ist die Grundvoraussetzung für Gesundheit und für ein gutes Leben. Anatomie, Anatomie, Anatomie. Ein weiterer Grundlehrsatz der echten Osteopathie. Wenn wir uns auch um eben diese feineren Dinge kümmern, um das Bewusstsein, um die Emotionen, um die psychische Lebenshygiene kümmern, sind natürlich auch die anatomischen Zusammenhänge sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung, dass diese zusammenarbeiten und funktionieren. Im Zentrum jedes Lebensprozesses des Körpers und auch eben im Zentrum dahingehend, dass der Körper sich entgiften kann und dass wir auch dann andere naturheilkundliche Verfahren auch gut anwenden können überhaupt, ist die Autoregulation. Der Körper ist ein wahres Wunder der Autoregulation und kann nahezu, wenn außenrum die Dinge, die Systeme zusammenarbeiten und funktionieren, kann der Körper mit nahezu allem umgehen, auch mit Giftstoffen und kann sich dieser entledigen. Also nochmal, in Bezug auf irgendwelche plakativen Werbeversprechen oder Lebensentwürfe, wir müssen uns um diese Dinge kümmern und erst dann können wir die Entgiftung, sollten sich viele Dinge eben im Körper angesammelt haben über lange Zeit, auch können wir die Entgiftung unterstützen mit eben naturheilkundlichen Verfahren, mit pflanzlichen Dingen und dergleichen. Allen voran ist natürlich die Vitalität und der primäre Respirationsmechanismus. Diesen habe ich schon einige Male angesprochen, dort werde ich ein extra Video noch dazu machen. Das ist so die Vitalität des Körpers und zwar nicht die chemische Vitalität, welche über die ATP-Produktion in den Zellen, über Vitalstoffe produziert wird. Denn auch hier, das Leben ist nichts ohne die andere Ebene. Wir können einen perfekt nachgebauten Menschen im Labor biochemisch nachbauen und dieser wird nicht zum Leben erwecken, bewusst zum Leben erwecken, wenn nicht diese andere Vitalität, diese feinstoffliche Vitalität, unsere seelische Vitalität und die Anbindung zu unserem höheren Selbst, zum Nullpunkt fällt, haben. Dies ist dies, was uns Leben gibt und diese können wir sehr stark stärken. Der primäre Respirationsmechanismus ist eine Art Lebensmechanismus, ein Pumpen. Unser zentrales Nervensystem dehnt sich 8 bis 12 Mal die Minute im Normalfall leicht aus, zieht sich zusammen und es gibt dort sehr viele Forschungsarbeiten mittlerweile, welche eben zeigen, dass in bestimmten Bereichen des Gehirns und auch in den Ventrikeln des Gehirns, in bestimmten Flüssigkeitsräumen, aus einer anderen Ebene, aus dem Nullpunkt fällt, das sind quantenmechanische Vorgänge, diese Lebenskraft herauskristallisiert wird. Das Nervensystem nimmt diese auf und leitet diese durch den Körper. Deswegen ist auch das Nervensystem, die Kontinuität des Nervensystems mit einem zentrales Thema in der Anatomie, wo wir uns immer drum kümmern müssen, egal bei welcher Krankheit, egal bei welchem Thema und eben auch bei der Entgiftung, wird dies eben in den Körper geleitet und im zentralen Nervensystem, welches ja im Liquor cerebrospinalis in der Hirnflüssigkeit schwimmt sozusagen, wird dies eben weitergegeben an die Flüssigkeit und da Flüssigkeit nicht kompressibel ist, wird eben dieser Impuls, diese Bewegung an die Dura Mater, an die Hirnhaut weitergegeben und diese gibt dann diese Bewegung an die Schädelknochen weiter und auch über die Hirnhaut hinunter, den Wirbelkanal, an das Kreuzbein, das kraniosakrale System. Dort ist es auch essentiell, dass wir eben das kraniosakrale System überprüfen und behandeln, sollten dort Blockaden vorhanden sein, am Kopf, am Becken, am Kreuzbein, aber das ist ein anderes Thema. Und diese Vitalität, also es müssen die anatomischen Voraussetzungen stimmen, des Nervensystems, der Flüssigkeitsräume, der Ventrikel im Gehirn, welche oft belastet sein können, durch verschiedene Faktoren, das kann ich hier jetzt nicht weiter ausführen in diesem Video, aber auch unsere psychische und seelische Verfassung wirkt sehr direkt ein auf dieses System und auf die Stärke und auf die Qualität der Kristallisation dieser Lebenskraft und dieser Seelenkraft, kann man sagen. Und auch dort ist es sehr wichtig, dass wir uns in bestimmten metaphysischen Mentaltechniken auskennen und dies auch den Leuten vermitteln während der Behandlung oder auch in Seminaren, wie ich sie auch anbiete. Sehr erfolgreich
wenden dort dann die Leute diese Dinge an. Und dies bewirkt eine, in sehr vielen Fällen eine wahrliche Transformation der seelischen Verfassung, der psychischen Verfassung und der körperlichen Kraft und der körperlichen Gesundheit. Denn diese Art von Energie, wie wir aus der Quantenphysik wissen, ist auch der Haupt, der Hauptfaktor. Man kann sagen, es wird dort Licht, es sind Photonen, Licht, welche dort in unseren Körper geleitet werden und aus dem Nullpunktfeld herauskristallisiert werden. Und je mehr von dieser Lebenskraft wir im Körper haben, zur Verfügung haben, desto kraftvoller sind wir psychisch und körperlich. Und Gesundheit kann auch nur entstehen, selbst oder sein, wenn die anatomischen Zusammenhänge funktionieren, wenn wir ein gewisses energetisches Lichtpotenzial übertragen sozusagen in unserem Körper haben. Und alle Körpersysteme, auch die Entgiftungssysteme, können nur adäquat funktionieren, wenn wir diese Art von Vitalität haben. Also müssen wir diese Vitalitätssysteme im anatomischen System behandeln und verbessern. Dies kann man immer verbessern und uns aber auch um diese anderen Dinge kümmern, am Bewusstsein arbeiten. Dort gibt es fantastische, wissenschaftlich untermauerte und anwendbare Bewusstseinstechniken. Dann ist natürlich das Nervensystem, wie schon gesagt, ein hauptzentrales Thema. Das Organsystem wird vom Nervensystem gesteuert. Deswegen müssen wir die Kontinuität des zentralen Nervensystems untersuchen, was die Osteopathen sehr gut tun können und können sehr häufig auch dort Einschränkungen beheben. Nicht immer, aber sehr häufig. Es gibt natürlich nie ein Heilversprechen. Und auch des peripheren Nervensystems. Dort können wir auch Heilungsprozesse häufig sehr gut anregen und können auch die Kontinuität eben verbessern. Dann können die Organe wieder richtig gesteuert werden. Und die Organfunktion ist natürlich essentiell für alle Stoffwechselprozesse, für die Lebensprozesse im physischen Körper, aber auch für die Entgiftung. Denken wir an die Funktion des Darms. Diese ganzen Darmstörungen, also einer der Hauptfaktoren für Darmstörungen und für Leberstörungen, für die Entgiftungssysteme und für die chemischen Umwandlungssysteme von Abbauprodukten und von Giftstoffen, sind Defizite im zentralen Nervensystem oder im peripheren Nervensystem. Durch Verletzungen, durch Stürze, durch eben derlei Dinge. Und dies ist eben auch eine Hauptaufgabe der fundierten Osteopathie, diese Zusammenhänge zu untersuchen, zu sehen, zu kennen natürlich erstmal, deswegen Anatomie, Anatomie, Anatomie. Wir müssen diese Zusammenhänge wissen, diese untersuchen und behandeln. Und allein dies wird erstmal die Fähigkeit wiederherstellen des Körpers, gewisse Giftstoffe dass die überhaupt mehr ausgeschieden werden. Denn es bringt nichts, wenn die Leber total verstopft ist und nicht fehlgesteuert ist, fehlgeleitet ist und auch noch über lange Zeit, wenn wir dann über starke pflanzliche Präparate die Giftstoffe im Körper, im Gewebe lösen, die können dann nicht ausgeschieden werden. Ebenso bei den Nieren und ebenso im Darm, ebenso im Hautsystem und auch der vaskuläre Baum. Es ist so, es kann sehr viele Blockaden geben im Gefäßsystem, welche wir osteopathisch häufig verbessern können. Denn dann, nur dann kommen auch die Bestandteile dieser Entgiftungspräparate auch überhaupt an die Gewebe hin und nur dann, wenn auch das venöse Drainagesystem einigermaßen gut funktioniert, können auch dann diese gelösten Giftstoffe abtransportiert werden zur Leber, zu den Nieren, zur Haut, zur Lunge, den Entgiftungssystemen. Und dann müssen natürlich diese Systeme, diese Organe auch einigermaßen gut gesteuert werden und funktionieren. Man kann auch an den Organen häufig arbeiten und am Parenchym, am Organgewebe arbeiten. Dort gibt es manchmal auch Abdrücke verschiedener Art, physischer Art, emotionaler Art. Sehr viele emotionale Dinge lagern sich auch an den Organen ab. Dies kann man spüren. Und man kann dann über sehr feine Techniken in der Liquidebene, in den Feldern oder auch ganz direkt am Organ dort arbeiten, dass dann auch das subtile System des Körpers diese emotionalen Dinge vielleicht besser verarbeiten kann und loslassen kann. Und dann muss man auch auf einer anderen Ebene über Gespräche, über energetische Dinge da auch noch dran arbeiten. Aber da kann man sehr gute Verbesserungen eben bewirken. Und diese psychosomatischen Dinge sind eben sehr stark
dass bestimmte emotionale Dinge eben sich die Organfunktion einschränken. Wir müssen uns also um die Anatomie kümmern, um das Nervensystem kümmern und auch um diese emotionalen und psychischen Abdrücke in den Organen, wo wir sehr häufig, da ist die fundierte Osteopathie prädestiniert. Wir sehen häufig sehr fantastische Erfolge, wo Organe, auch geschädigte Organe, sich zum Teil auch wieder erholen können. Es gibt nie ein Versprechen, gar keine Frage, aber wir sehen doch recht häufig ganz fantastische Erfolge dort. Und dann kann auch die Entgiftung funktionieren. Das Lymphsystem ist ein zentraler Bereich. Dort kann es relativ leicht zu Blockaden kommen. Aber dort müssen auch alle anderen Systeme, der vaskuläre Baum, das Nervensystem, die Organe gut funktionieren und auch eine gewisse Lebenskraft vorhanden sein. Entlang des Lymphsystems und entlang des Nervensystems verlaufen auch die Meridiane. Und auch dort müssen wir uns kümmern. Und dann kann das Lymphsystem auch sehr gut aus dem Zwischengewebe, aus den Organen, aus dem interstitiellen Gewebe die Giftstoffe aufnehmen und sie können dann in das Vaskulationssystem, das Venensystem abgegeben werden, können dann von Nieren, Leber, Haut, Lunge, Darm ausgeschieden werden. Eben die Autoregulation, und das ist eben die Autoregulation, dass die Systeme grundlegend funktionieren, von Geist bis Körper, die anatomischen Systeme, und dass diese auch zusammenarbeiten. Wir arbeiten dann auch immer, also wir integrativ, also am Abschluss jeder fundiert osteopathischen Behandlung gibt es eine globale Integration, sagt man, wo man dann nochmal einen Grundausgleich des Körpers vollbringt, wenn der Körper das auch zulässt, und wo dann die ganzen Systeme wieder miteinander kommunizieren. Auf physischem Wege über das Nervensystem, auf hormoneller Ebene, aber auch, wenn wir eben dieses metabolische Milieu verbessern, eben auch über diese Quantenprozesse. Und dann ist Entgiftung möglich und funktioniert und dann können wir diese auch sehr gut unterstützen mit pflanzlichen Präparaten, mit homöopathischen Mitteln und derlei Dingen. Hier ist nochmal eine Aufstellung des autonomen Nervensystems. Dort gehe ich, das Nervensystem muss eben auf den verschiedenen Etagen, das zentrale Nervensystem an der Wirbelsäule, die spinalen Nervenaustritte. Es darf keine Wirbelblockaden beispielsweise geben, denn dann werden an den spinalen Nerven, also die Organe, die dann an diesen spinalen Nervenaustritten hängen und versorgt werden, nicht mehr gut funktionieren. Und wie häufig gibt es Wirbelblockaden oder Blockaden am Atlas? Dort gehe ich jetzt hier nicht näher darauf ein. Dort habe ich in anderen Videos schon sehr ausführlich gesprochen drüber. Schauen Sie sich diese an. Aber auch diese Dinge müssen wir eben beachten und betrachten. Neben der Arbeit am zentralen Nervensystem, am Kopf, müssen wir den Atlas betrachten, die gesamte Wirbelsäule, das Becken, wo dann eben die sympathischen Steuerungsnerven austreten. Und auch am Atlas und an bestimmten Bereichen am Kreuzbein eben der Parasympathikus, welcher auch dann für die Erholung und für die Entgiftung zuständig ist. Der Parasympathikus, die Vagusnerven, das polyvagale System kommt auch immer mehr in aller Munde, was sehr gut ist. Aber auch hier müssen wir eben dann die anatomischen Strukturen vom zentralen Nervensystem angefangen, welches eben parasympathisch determiniert ist, bis hin zum Atlas, zur gesamten Wirbelsäule und auch, im Verlauf der Nerven. Also auch im Verlauf durch den Körper kann es ja zu Blockaden kommen, wo dann alles darunterliegende blockiert ist und dann die spezifischen Störungen zeigen wird, müssen wir uns eben anschauen, Blockaden dort suchen, wenn es Probleme gibt und diese behandeln. Wenn eben die Anatomie funktioniert und wir uns auch um die Psyche und Seele kümmern, dann kann man eben sehr gut auch über Ernährung, über Vitalstofftherapie, über Phytotherapeutika, über Homöopathie und gewisse andere energetische Verfahren eben die Entgiftung noch sehr unterstützen und eine Ausleitungskur, kann man so sagen, machen. Wird sehr viel in der Alternativmedizin über eben Ausleitungskuren, über Detoxkuren gesprochen. Es werden zahlreiche Diäten, Detox-Diäten empfohlen, Detox-Smoothies, Detox-Präparate, Detox-Kuren überall. Das ist alles sehr gut, aber es wird nicht viel bringen oder wird sogar das System
noch mehr belasten eventuell und sogar noch mehr Schäden anrichten. Es kann zu einer Verlagerung von Giftstoffen vom einen Gewebe zum anderen kommen, möglicherweise vom Bindegewebe ins Gehirn, wenn es blöd läuft, wenn eben die Ausscheidungssysteme nicht funktionieren, wenn wir eben nur diese Präparate einnehmen, diese Detox-Kuren, welche auch immer machen, müssen eben vorher all diese Dinge funktionieren und angeschaut worden sein. Denn sonst werden wir keinen nachhaltigen Erfolg sehen und können unter Umständen Dinge auch noch verschlimmern. Deswegen sollten wir eine große Entgiftungskur immer ganzheitlich betrachten und sollten da vielleicht auch nicht manchmal alleine dann dies tun oder nur doch wegen irgendwelchen plakativen Werbeversprechen irgendwas einfach machen. Wir sehen in der Praxis schon häufig auch Fälle, wo dann so Detox-Kuren Dinge auch verschlimmert haben und wo dann danach mehr Arbeit nötig ist und es länger dauert, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und dann wirklich zu entgiften. Wichtig ist auch noch anzumerken, eine ideologiefreie Ernährung. Die Ernährungslehre ist momentan sehr verwirrt, muss man sagen, und sehr von Ideologie geprägt. Der vegane Lebensstil wird als Allheilmittel betrachtet, auch als Entgiftungsweg, aber nichts könnte falscher sein als dies. Dort gehe ich, auch wenn ich vielleicht jetzt gesteinigt werde von einigen Leuten, aber das ist mir egal. Ich weiß sehr genau, von was ich rede. Informieren Sie sich, wenn Sie sich vegan ernähren wollen. In diesem Ernährungsweg gibt es auch sehr viele sehr ungesunde Produkte. Und unser Körper braucht bestimmte Fette, auch tierische Fette, aus Butter beispielsweise, um Gifte binden zu können. Und dies geht nicht in dem Maße mit pflanzlichen Ölen. Mal davon abgesehen, dass unser Nervensystem, unser Gehirn nicht aus Salatöl aufgebaut werden kann. Und zwar ist es egal, welches pflanzliche Öl, auch nicht aus der gesunden pflanzlichen Ölen. Wir sehen bei Leuten, welche sich über Jahrzehnte mittlerweile vegan ernähren und auch wenn Kinder vegan ernährt werden oder Neugeborene von Müttern, welche lange Zeit vegan ernährt sind, welche eben keine tierischen Fette zu sich nehmen, keine hochwertigen tierischen Fette, dass das Nervensystem abbaut und im Falle von Kindern sich eben gar nicht richtig aufbauen kann. Es werden dort Kinder geboren, welche behindert sind und behindert bleiben werden. Machen Sie das nicht. Es gibt naturheilkundliche Präparate, Tees eben, wie gesagt, die wir dann anwenden können. Homöopathie, Informationsmedizin, Quantenfeldtransformation. Wir sollten uns um den ESMOC-Detox kümmern, Schlafhygiene, das lymphatische System, welches auch unser Gehirn entgiftet, dort muss die Anatomie in Ordnung sein. Aber für dieses lymphatische System, dieses arbeitet, wenn wir in einem Tiefschlafmodus sind. Also müssen wir uns auch um die Schlafhygiene kümmern. Mentaltraining, Bewusstseinsarbeit. Wir müssen uns um die unsere Beziehungen kümmern. Und wir brauchen in unserem Leben auch einen gewissen Lebenssinn. Diesen müssen wir finden und müssen diesen auch immer besser im Laufe des Lebens umsetzen, damit wir eben zu dem Diamanten, zu dem werden, als welcher wir vom Schöpfer oder als welchem wir vom Schöpfer angedacht sind. Es ist so, dass heute sehr viel im Außen gelebt wird, aber der Sinn des Lebens, dass wir an unserer Persönlichkeit arbeiten, dass wir zu dem werden, zu dem und zu der werden, als welche wir gedacht sind, dies tritt sehr in den Hintergrund und dies ist ein, wir sind häufig physisch sehr gut ernährt, aber spirituell verhungert. Wir leben sehr häufig hier im Westen im spirituellen Dritte Weltland. Und selbst mit der physischen Ernährung, das ist so verrückt, stellen Sie sich das mal vor, denken Sie drüber nach, auch wenn Sie sich vielleicht angegriffen fühlen. Wir leben physisch in der sogenannten ersten Welt, wo wir alles in Hülle und Fülle haben und uns meistens auch kaufen können, also an Nahrungsmitteln. Wir haben die besten Nahrungsmittel in Hülle und Fülle. Und aus Ideologiegründen leben immer mehr Leute einen Ernährungsstil,
welcher uns eben nicht ernähren kann, schauen Sie sich mal die Leute an, das ist keine Beleidigung, es gibt so viele mangelernährte Leute mit so haarsträubenden Mangelerscheinungen. Was meinen Sie, was ich in meiner Praxis sehe an Leuten, welche sich ideologisch ernähren? Solche Mangelerscheinungen kennen wir aus der dritten Welt, wo die Leute einfach nichts zu essen haben, kennen wir aus der Nachkriegszeit. Oder auch Kinder, welche von Müttern geboren werden, welche sich schon länger ideologisch ernähren. Diese sind unterernährt. Diese haben Defizite körperlicher und neurologischer Art, welche nicht immer wieder aufzufangen sind. Geht's eigentlich noch? Denken Sie mal drüber nach. Genießen, seien Sie dankbar, dass wir alles in Hülle und Fülle haben und genießen Sie auch das Leben. Und nein, die vegane Ernährung rettet nicht die Umwelt. Und nein, wir sind nicht schuld am Weltuntergang. Punkt. Und unser Lebenssinn ist es nicht, uns Mangel zu ernähren, uns auf das Schlechte zu zeigen. Unser Lebenssinn ist, das Beste aus uns zu machen und auch Lebensfreude und Genuss zu haben, um uns selbst zu dem zu machen, uns persönlichkeitsmäßig weiterentwickeln, zu dem zu machen, als welche wir gedacht sind. Und das hilft anderen Leuten und das hilft der Weltsituation. Nochmal, Leben ist Schwingung. Diese Dinge habe ich in dem vierten Teil des Vortrags über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten erklärt, auch mit einem sehr schönen Filmausschnitt. Schauen Sie sich am besten dies an. Und dies ist eine Komponente, die sehr wichtig ist, die wir immer beachten müssen und die leider eben sehr häufig nicht außer Acht gelassen wird in unserer so aufgeklärten Welt. Auch über diese Dinge, warum dies vielleicht so außer Acht gelassen wird, forschen Sie auch selber mal dort drüber nach. In meinen Seminaren und Vorträgen fällt sehr vielen Leuten es wie Schuppen von den Augen, wie wir uns frei wähnen und doch komplett gesteuert sind, aber auch, wie wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können und wie wir frei leben können. Und dann können wir die Segnungen unserer ersten Welt genießen und können das Beste aus uns machen und auch das Beste aus anderen herausholen. Das ist Lebenssinn und das ist, wie soll ich sagen, auf das kommt es an und nicht, dass wir ideologisch irgendwelche Dinge bekämpfen, uns schlecht ernähren, keinen Genuss mehr haben und so weiter. Das Leben ist nicht, wonach es aussieht. Da habe ich auch in anderen Vorträgen, die auch als filmisch verewigt sind, drüber gesprochen. Wir müssen unser Leben aus einer höheren Warte betrachten und müssen von dort aus leben. Dort gehe ich jetzt hier nicht weiter darauf ein, aber das ist nochmal die Grundvoraussetzung für Gesundheit, für Entgiftung und für alles im Leben. In diesem Sinne, vielleicht schauen Sie mal vorbei in eines meiner Seminare und lernen Sie sich selbst besser kennen und Sie werden Dinge erfahren, die Sie nie für möglich gehalten haben und die Sie auch für sich selbst und für andere anwenden können. Danke, haben Sie eine gute Zeit und haben Sie den Segen des Göttlichen.